So, jetzt sitzt der nächste Finn hier, Nowatzki. Ist richtig ausgesprochen? Genau, richtig ausgesprochen. Hallo. 1000 Finns in der HSV-Mannschaft. Die weiterhin, jetzt machen sich schon das Licht hier aus. Bisschen spät ist es schon geworden. Habt ihr schon ordentlich gefeiert? Ja, haben schon das eine Kaltgetränk oder das andere getrunken. Halle ist aufgeräumt, hier machen sie gleich zu. Ihr habt zweimal 41 Tore gemacht, heute das dritte verpasst, weil ihr im zweiten Durchgang vielleicht ein bisschen, ich will nicht sagen, dass zu auf die zu leichte Schulter genommen habt, aber ihr habt dann doch deutlich im zweiten Durchgang auch nochmal nachgelassen. Ja, also wenn man halt zur ersten Halbzeit, glaube ich, 21:9 führt, dann ist es immer schwer, die Konzentration hochzuhalten. Ne? Also dann, klar, man sagt in der Kabine, man will weiter Gas geben und das genauso nochmal machen, wenn möglich sogar noch besser. Aber das ist immer sehr schwer und wir haben es heute leider nicht geschafft, haben die zweite Halbzeit mit einem Tor verloren. Und ja, wir versuchen es nächstes Mal wieder Gas zu geben und dann sieht es vielleicht noch besser aus. Mal schauen. Ihr habt im zweiten Durchgang zwischendurch 5-1 Abwehr gespielt und dann zurück auf 6-0 und von da an lief es besser. Ist euch die defensive Variante besser gelegen? Liegt euch besser? Ja, aufgrund der vielen Ausfälle, die wir haben, gerade in unserer Abwehr, ist es immer schwer, gerade die 5-1 zu spielen, weil man da viele Wege einfach machen muss, wo der andere wissen muss, wann und wer die Wege macht. Kurze Frage für unsere Zuschauer, die das nicht so ganz wissen. Erklär schnell den Unterschied zwischen 5-1er und 6-0er Abwehr. Naja, 5-1, also gerade bei unserer 5-1 ist es so, dass wir einen vorne vorhaben und die anderen stehen hinten am Kreis. Und verteidigen. Genau, verteidigen, genau. Bei uns ist es so, dass wenn Druck gemacht wird, verlagert der Mittelmann sogar noch, sodass wir kompakt stehen auf der anderen Seite. Das ist ein kleiner Unterschied zu den anderen 5-1-Deckungen, die es gibt. Und bei der 6-0 stehen alle hinten am 6 Meter und gehen dann gestaffelt rein und raus. Das heißt, der Ballführer wird angegriffen und die anderen stehen am Kreis halbwegs und verteidigen gegen den Kreisläufer. Das habt ihr ganz gut geschafft in den letzten Wochen. Ihr habt die Gegner, naja, außer Hamburg-Nord vielleicht in der Anfangsphase in Grund und Boden gespielt und ansatzweise schon dominiert. Ja, also persönlich sind wir mit der Abwehr im Moment nicht so zufrieden. Das war jetzt das erste Spiel, was wir seit langem mal wieder hatten, glaube ich, was unter 30 Gegentore waren. Wir haben, wenn man die Tabelle anguckt, eine der schlechtesten Abwehren, rein statistisch gesehen. Aber eine der besten Offensiven. Die beste Offensive mit Abstand, ja. Das brauchen wir auch im Moment, weil unsere Abwehr echt nicht gut steht. Umso schöner, dass wir jetzt die ersten 30 Minuten hier richtig geile Abwehr hingestellt haben. Das freut uns sehr, ja. Und jetzt gegen Hürup. Gegen Hürup, ja. Muss das natürlich wieder funktionieren. Dann 7 Spiele nur noch und dann Meisterschaft, Fragezeichen. Ja. Willst du ein Ausrufezeichen nennen? Wir wollen auf jeden Fall hoch und jetzt, wir haben noch schwere Aufgaben. Wir spielen in Hürup, wir spielen in Ellerbeek, die haben gerade Pauli geschlagen. Wir spielen noch gegen Barmbek, also ist noch nichts entschieden. Wir müssen jedes Spiel Gas geben. Aber wir haben uns natürlich ein kleines Polster erarbeitet und hoffentlich brauchen wir das gar nicht. Aber es ist gut, dass wir es haben.